Hallo. Wir sind begeistert von Suche der Frequenz, auch von unserer Firma, aber auch für die solidarische Unterstützung von anderen Töchterunternehmen, die uns so stark auch unterstützen. Und letztendlich gemeinsam sind wir stark und kämpfen wir für gleiche Sachen. Ne? Einfach mal gut entlohnt werden und nicht für einen Apfel und ein Ei und nicht ausgequetscht wird. Und wir machen unsere Körper kaputt für schwere, harte Arbeit. Wir schieben Betten, Kranke durch die Gegend. Dafür wollen wir einfach mal alle fair bezahlt werden. Und wir sind hier, weil es nicht sein kann, dass man nach 45 Jahren harter Arbeit in der Altersarmut endet. Punkt. Die Senatorin hat mit uns heute gesprochen. Sie hat sich klar positioniert, dass sie natürlich sich für uns einsetzt und dass die Politik auch alles rückgängig machen will. Aber wie die Politiker sehen, alles braucht Zeit, 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 das kennen wir schon. Und sie meinte, dass wir geduldig sein sollten. Ne? Dann so dachte ich mir, ne? Geduldig, ja, geduldig. Seit wie vielen Jahren sind wir geduldig eigentlich? Die Angriffe, Hartz IV, die Auslagerungen, unter welcher Regierung wurden das alles erfolgt? Ja, sie sind immer noch an der Regierung und wir reden hier über mögliche Anträge, die bei dem Parteitag gestellt werden können. Sie sind an der Regierung, Kolleginnen. Sie müssen das einfach selber durchsetzen. Es gibt keinen Sozialdemokraten. Meiner Meinung nach, sie sollen aus dieser großen Koalition austreten. Sie sollen austreten und sich auf der Seite der Arbeiterinnen, auf der Seite der Streikenden stellen und für die Rückführung, wenn sie tatsächlich der Meinung sind, für die Rückführung aller Tochtergesellschaften kämpfen. Das ist meine Forderung an die SPD-Führung. Es war eine der Parteien, die uns diese gesamte Misere eingebrockt hat, die hier heute ihren Parteitag hält. Und Worte habe ich viele gehört in diesen vielen Jahren. Taten wenige gesehen. Ich habe zumindest keine Taten gesehen, die wir nicht durch Druck auf der Straße und im Betrieb erkämpfen mussten. Und wenn wir jetzt sagen, der Mindestlohn reicht nicht, der Mindestlohn, den Hubertus Heil, und er ist bestimmt kein Linker in meiner Partei, ausgerechnet hat, bei 12,63 Euro liegt, dann erwarten wir, dass dieser Mindestlohn auch in Berlin gilt, denn man darf am Ende nicht arm sein, trotz Arbeit nach 45 Jahren harter Arbeit. Und das werden wir morgen hier auch festhalten und ich hoffe auch konsequent umsetzen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit 5 Jahren renne ich nun schon zu jedem Landesparteitag und stelle mich vor ihre Türen. Und wahrscheinlich glauben Sie, dass ich eine Art Truppi bin. Ich kann euch versichern, ich bin keiner. Denn ich habe nicht eine einzige Unterschrift von Ihnen. Und es wird Zeit, dass wir eure Unterschriften kriegen. Und zwar unter unserem Tarifvertrag, dem TVED. Tarifvertrag! Wir kämpfen in auf zwei Wege mit Geschäftsführung TVED, weil wenn wir die TVED haben, dann lohnt sich nicht mehr diese Firma für die Geschäftsführung und automatisch müssen sie uns abgeben für die Charité. Und andersrum, wir machen uns stark bei den Politikern, weil letztendlich das haben wir Politik zu verdanken, diese krankhafte Ausgründung. Und weil wieder, wenn die Politik uns rückführt, dann braucht man nicht weiter verhandeln mit Geschäftsführung, weil Zurückführung zur Mutter bedeutet TVED für alle. Ne? Wir machen sich stark, weil ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das heißt, wir halten es auch für gesellschaftlich einfach wichtig, dass es wieder ein Unternehmen mit einem Tarifvertrag gibt und nicht Unternehmen mit 20 Tochterfirmen, wo die Beschäftigten gar nicht gemeinsam zum Beispiel auch eine Personalversammlung abhalten können. So wird gespalten und so wird entsolidarisiert. Und wir werden dafür alle Instrumente nutzen, die wir haben. Wir werden streiken, wir werden ihn weiter politisch auf die Pelle rücken, wir werden demonstrieren, wir werden alles tun, was dafür möglich ist. Es geht darum, zusammenzustehen. Es geht darum, dass alle, die unter dieser Tarifflucht und der prekären Beschäftigung leiden, gemeinsam auf die Straße gehen und zeigen, wir wissen, was ihr uns schuldet und wir sind bereit, es uns zu holen.
Weil ich glaube, dass wir es begriffen müssen, dass wir nicht einzelne Kämpfe führen, sondern dass es eigentlich um einzigen Kampf handelt. Ne? Es geht ganz einfach um die Interessen der Arbeiter in Berlin, dass sie nicht gespalten werden wollen, dass sie genug Geld verdienen wollen, dass sie nicht im Alter Sorgen um ihren Haushalt machen wollen. Und das werden wir nur und nur auf der Straße erkämpfen, indem wir streiken, uns gegenseitig solltet. Und ich denke, was die Kollegin gesagt hat, ist sehr wichtig. Solche Aktionen sind sehr wichtig, dass wir Parteitage besuchen. Aber wir werden nur siegen, wenn wir gemeinsam streiken, Kollegen.